Hallo ihr und herzlich willkommen zu einem neuen Kids-Serien-Challenge-Video auf dem gomad.net-Server. In diesem Video zu der Kids-Serien-Challenge spiele ich mit dem Pilz-Kit, das mit einem Sternchen mit Schärfe 1, 64 roten Pilzblöcken, 16 Schüsseln, 16 roten Pilzen und 16 braunen Pilzen startet. Und die heutige Challenge wird sein, dass ich meine Hungerleiste nicht füllen darf, also ich darf kein Essen mitnehmen. Und mit Hilfe der Pilzsuppen darf ich auch meinen Hunger nicht füllen. Aus diesem Grund sind dann die Pilze meine einzige Heilung in der Runde. Ja, mal gucken, wie es so laufen wird. Das sehr große Problem ist halt mal wieder, da ich halt keine Brustplatte habe. Und mit 4 Rüstungsbalken lässt es sich nicht gut spielen. Da ist ein Hyperspieler. Ach Gott, ich muss mal gerade mein Dings wegwerfen. Ist hier was drin? Nein, okay, da muss ich drauf. Ja, ich kann auch nicht gut suppen. Was ist jetzt los, Gomme? Hallo? Ich bin sogar unsichtbar. Gomme, hast du etwa irgendwas gegen mich? Smash up. Boah, was ist das? Das ist ja mal extremst Augenkrebs. Oh nein! Ich habe jetzt einfach wirklich dadurch ein bisschen Kopfschmerzen bekommen. Am besten muss ich halt solche Maps nehmen, die sowieso generell nicht allzu lang gehen. So, die Goldäpfel darf ich zwar eigentlich theoretisch nicht nehmen, aber dann freut sich halt der Typ, der mich tötet. Ach, der hat Zauberer. Jo, wie viel Schaden machst du? Der wollte mir wohl nachmachen. Ja, da habe ich jetzt einfach mal ganz easy ein Schärfe 2 Schwert. Der hat halt noch nicht mal die Kisten gelootet. Muss man das verstehen? So, was jetzt zum Vorteil wäre, dass ich zur Mitte gehe und schnell eine Suppe reinschmeiße und dann drauf gehe. Und der frisst einen Goldapfel. Gott, was gibt der für Hits? Oh Gott, meine Suppen. Oh, der supt ja auch. Ja. Perfekt. Aber ich kann halt nicht so schnell refillen. Ach Mist. Ach, das wäre meine einzige Chance gewesen, dass ich den da vielleicht noch wegkicken könnte. So, nächster Versuch. Oh nein. Ja, okay, dann greife ich den mal an. Uff. Ja, genau. Oh Gott, ich muss ja suchen. Aha. Hilfe. Oh, als ob der noch 2 Heilungstränke hat. Schnell. Nein. Oh, wieso trifft der denn genau mich? Mann. Oh, hier ist ein Premium Plus Spieler drin. Bin ich jetzt extremst fame? Wie mache ich das denn jetzt am besten? Oh nein. Ja, dann weg hier. So, greift. Oh Gott, wie schnell war ich denn tot? Jetzt kann ich den Leuten endlich mal Konkurrenz machen. Hab wenigstens mal ein bisschen gute Rüstung. Oh, fast habe ich mich gesaved. Ah, ich habe wenigstens gute Rüstung. Oh Gott. Dann greife ich hier mal gerade an. Vielleicht kriege ich den ja. Gut, den habe ich. Das Problem ist halt wieder, dass ich kein Holz habe. Und ohne Holz lässt es sich nicht gut spielen. Oh nein, da kommt ja einer. Hau ab. GG. Muss ich gerade mal ein bisschen wieder hier hin. So, gut. Jetzt kann ich mich mal kurz ein bisschen entspannen. So, ich habe mir jetzt eine Schutz 2 Brustplatte gemacht. Ja, hier towert halt schon wieder der erste. Das ist halt auch wieder mal richtig toll. Genau wie jetzt. Jetzt ist es gut. Ja, GG, ich habe keinen Wassereimer ausgerüstet. Aber wenn der keine Suppen hat, dann müsste ich den ja eigentlich bekommen. Theoretisch. Nee. Dann equip ich gerade mal Schneebälle. Hab nur eine getroffen. Okay, was war das jetzt? Habe ich ihn? Ich glaube, ich habe ihn, oder? Ja, ich habe ihn. GG. So, jetzt lebt nur noch dieser Typ da oben, der sich da getowert hat. Und hängt hier mit 6 Herzen rum. Also, oh, der ist hier da. Ah, stirb. Stirb, stirb, stirb. Ja, okay, den müsste ich theoretisch bekommen. Dankeschön. Boah, hätte nicht damit gerechnet, dass ich das schaffen werde.
Das Problem ist halt in der Challenge, wenn man halt nicht so eine Speedrun-Runde macht, die ich da halt gerade versucht habe zu machen, dass man dann halt nicht mehr genug Hungerbalken hat, um überhaupt zu sprinten. Worauf ich halt auch aufpassen muss, ist halt, dass ich nicht unnötig irgendwie Fallschaden mitnehme. Cool, hi. So, ich gehe jetzt mal auf den Typen da, der da in der Höhle hockt. Ach, da sind zwei, dann warte ich gerade mal. Einer ist gestorben, dann kann ich den ja abstauben. GG. Hatte der auch Suppen? Wie viele Sharpness-Schwerter liegen denn hier rum? Soup. Ich tue einfach so, dass ich Chatban habe. Danke für die Heilung. Ich habe keine Spitzhacke zur Hand. So, jetzt stirbt mal bitte. Das müsste doch nicht allzu schwer sein. Oh Gott, was ist das für ein Schrottkampf hier? Wie viel hält der denn aus? Dankeschön. Sorge, geht, tschüss. Das war es dann jetzt auch schon mit der Challenge. Ich hätte mir die eigentlich ein bisschen schwieriger vorgestellt, weil das Problem war, dass ich gedacht habe, dass man viel, viel, viel schneller Hunger verliert. Aber weil ich mich ja eigentlich immer so gut wie voll healen konnte, wodurch ich auch gleichermaßen nicht so viel Hunger verloren habe. Aber wie finde ich das Kit denn jetzt eigentlich? Man startet ja mit dem Steinschwert mit Schärfe 1 und das Steinschwert mit Schärfe 1 ist nicht allzu heftig, weil man das eigentlich in jeder Kiste findet. Und die roten Pilzblöcke finde ich halt sehr schlecht zum Bauen, weil das Problem, was ich darin sehe, ist halt, dass dann halt gefühlt jeder aus der Runde weiß, ja, der Soup lässt ihn lieber nicht angreifen. Das OPste aus dem Kit, was eigentlich auch klar sein sollte, sind die 16 Pilzsuppen, die man sich craften kann zu Beginn der Runde. Ja, wenn man halt so ein Spieler ist, der extremst gut supen kann, dann gewinnt man eigentlich gefühlt jeden Kampf, egal was man für Rüstungspunkte hat. Man hat dann halt einfach gefühlt, wenn man wirklich sehr gut supen kann. Ich muss gerade rechnen. 42 Herzen in einem Kampf ist halt schon eine deutliche Steigerung. Aber dafür muss man halt auch wirklich sehr gut supen können. Das Problem ist halt bei mir, dass ich nicht refillen kann und nicht quickdroppen kann, weshalb die Sache ein wenig schwerer wird. Auf jeden Fall will ich dann der Begründung nach sagen, dass das Kit ungefähr in der Top 7, wenn nicht sogar in der Top 5 ist. Also ist es wieder mal ein gut bis sehr gutes Kit, meiner Meinung nach. Und ja, das war's jetzt auch schon mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, könnt ihr auch ein Däumchen nach oben da lassen. Das würde mich wie immer sehr freuen. Ich wünsche euch doch noch einen schönen Tag und tschüss.